Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie weit man bereit ist, für ein Dogma zu gehen, Bibelverse auszublenden, Bibelverse nicht im Kontext zu lesen. Und wir wollen heute wieder auf einen von den Beweisen gucken, nämlich heute ist das Offenbarung 5, Vers 14, wo Leute dann behaupten, hier wird Jesus angebetet. Und wir wollen uns die Stelle anschauen und nur anhand der Schrift, nicht anhand von Dogmen oder sonst irgendwas, nur anhand der Schrift gucken, ist das in der Stelle drin? Kann man das aus der Stelle lesen? Oder ist das wieder einmal eine Verbiegung der Schrift zugunsten der Dreieinigkeit? Und auch im Endeffekt zugunsten des Verrates an der Lehre Christi, der ganz klar lehrt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden. Ich lese erstmal vor aus Offenbarung 5, Vers 14 und nehme natürlich den Vers davor mit. Ja, dem, der auf dem Thron sitzt, ja, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. So, wir sehen also hier, da ist jemand auf dem Thron, der da auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei sein Lob, Ehre, Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann die Ältesten fielen nieder und beteten an. Dann denkt man erstmal, das kann ich sogar verstehen, oh, es scheint so, als würde der auf dem Thron sitzen und dem Lamm, als würden die beide angebetet werden. Man müsste einfach mal bereit sein, die anderen Verse in Offenbarung zu gucken und zu gucken, wird da Jesus angebetet oder wird da Gott angebetet oder werden beide da angebetet? Ich möchte vorlesen, Offenbarung 7, Vers 11, alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Ja, Offenbarung 11, Vers 16, und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Ja, und Offenbarung 19, Vers 4, und die 24 Ältesten und die vier Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß. Wir wissen ja, dass Jesus zum Rechten des Thrones ist. Und sprachen Amen, Halleluja. Und wir wollen natürlich gucken, wird in der Schrift bzw. in der Offenbarung auch unterschieden zwischen Gott und Jesus wie im gesamten Neuen Testament eigentlich? Ja, auch das wird hier unterschieden, das sehen wir in Offenbarung 1. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das sieht man in Vers 8, dass das auf Gott bezogen ist. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der Treuzeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Wir sehen also, wir haben zum einen der da ist, der da war und der da kommt, ja, der Seiende, und Jesus Christus, ja, der eine, ja, das wissen wir, ist Gott der Allmächtige, das andere ist Jesus Christus. Jetzt schauen wir, oder haben wir trotzdem die Stelle aus Offenbarung 5, Vers 14, wo man das durchaus ablesen kann. Aber dann haben wir den Konflikt mit dem, was Jesus sagt. Jesus sagt, Johannes 4, Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir sehen, Christus lehrte ganz, ganz, ganz eindeutig, die wahren Anbeter sollen den Vater anbeten. Wie passt das aber jetzt mit Offenbarung 5, Vers 14 zusammen? Gehen wir einfach davon aus, 5, Vers 14 wäre so, wie es von den Trinitariern oft interpretiert wird. Die Ältesten fielen nieder und beten an und fallen nieder vor Gott und dem Lamm, also vor dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Ist das ein Gottesbeweis? Nein, ist es nicht. Man müsste halt mal bereit sein, auch die Bücher der Bibel zu lesen, die nicht so bequem sind, nämlich Chronik. Na, und in Chronik sehen wir eins zu eins das Gleiche. Ja, David ist ja eins von den bekannten Sinnbildern auf Christus hin. David fordert in 1. Chronik 29, Vers 20 auf, als David hierauf die ganze Versammlung aufforderte, ja, JHWH ihren Gott zu preisen, da priesen alle versammelten JHWH den Gott ihrer Väter, verneigten sich, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, und warfen sich vor JHWH und vor dem Könige nieder. Sie warfen sich also vor dem Gott Israels und vor dem König nieder. Wenn Offenbarung 5, Vers 14 als Gottesbeweis plausibel ist oder angenommen werden müsste, dann hätten wir auch David als König, also hätte jetzt eine Viereinigkeit.
Und da wird es dann spannend. Man muss halt bereit sein zu gucken, was steht in der Schrift, was gibt es auch für Bräuche? Und wir sehen hier den Gott Israels, unseren Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der angebetet wird. Und das ganze Volk fällt nieder vor JHWH, den Vater, und vor ihrem Könige. Dadurch ist der König, in diesem Fall David, aber nicht Gott geworden, sondern er wurde gehuldigt. Ja, während der angebetet wurde, den der König vorher befohlen hat anzubeten. Ja, er forderte die Versammlung auf, ihren Gott zu preisen. Genauso wie Jesus uns sagt, wen wir preisen sollen, nämlich den Vater. Und dann haben wir nämlich ein perfektes Sinnbild. Das ganze Volk wirft sich vor JHWH. Auch wenn das natürlich kein Gottesbild sein soll, es nur zur Verdeutlichung der Situation, vor JHWH nieder und vor dem König. Aber die Anbetung gilt natürlich JHWH und nicht dem König. Und dann haben wir eine gesunde Auslegung von Offenbarung 5, Vers 14, nämlich die fallen nieder und ehren Gott, wie es Jesus in Johannes 4 auch predigt und auch selbst gelebt hat, aber verneigen sich gleichzeitig vor ihrem Könige, wie es in 1. Chronik 29, Vers 20 eben auch ist. Wenn man bereit ist, die Schrift mal als Ganzes zu betrachten, auch Anbetung als Ganzes zu betrachten, statt einzelne Verse rauszureißen und die Schrift zu misshandeln, kommt man eben auch auf einen Konsens mit der Schrift. Ja, und das ergibt dann auch Sinn. In Verbindung mit Offenbarung 7, Vers 11, Offenbarung 11, Vers 16, Offenbarung 9, Vers 14, wo immer betont wird, dass sie Gott anbeteten, der auf den Thron sitzt. Wobei, es ist egal, ob es materiell ist oder körperlich ist oder geistlich ist, weil wir wissen, dass Jesus nicht auf dem Thron Gottes sitzt, sondern auf dem Thron Davids sitzt. Und da ist nicht der Thron Davids mit gemeint. Wir sehen also auch Offenbarung 5, Vers 14 als Gottesbeweis ist am Ende des Tages nur eine Misshandlung der Schrift, statt eine gesunde Auslegung im Zusammenhang mit drei anderen Versen der Offenbarung und anderen Versen der Schrift, wie zum Beispiel Lehre Christi in Johannes 4, Vers 23 und 1. Chronik 29, Vers 20, wo wir sehen, dass das ganze Volk vor Gott und dem König niederfällt und trotzdem haben wir nur einen Gott. Ja, das ist JHWH und nicht plötzlich David, der auch Gott geworden ist. Dafür müsste man aber bereit sein, mal zu gucken, mal zu prüfen und bereit sein, seine eigenen Emotionen, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Wünsche und sein eigenes Gottesbild ehrlich zu hinterfragen, wozu die meisten leider nicht bereit sind. Weshalb ich sagen kann, wenn du das Video bis jetzt geguckt hast und Jesus anbetest, sei bereit, es eines Tages zu erklären. Denn die Bibel sagt ganz, ganz klar, dass es nicht so sein soll. Und das wird dann ziemlich unbequem, eines Tages zu erklären, warum man gesagt hat, ich mach's trotzdem, auch wenn ich ermahnt wurde, es nicht so zu tun. Gottes Segen, das ganze Volk wird sich eines Tages beugen vor Gott und seinem eingesetzten König Jesus Christus. Und dadurch wird Jesus trotzdem nicht der Gott Israels. Gottes Segen dir, viel Erfolg beim Nachlesen.